In diesem Video geht es um sehr spezielle Videospielbosse. Darunter verstehen wir Monster oder komische Gestalten, die komplett aus dem Raster fallen, das wir als normal ansehen würden. Dieses genitalähnliche Monster zum Beispiel ist ein Gegner in Shin Megami Tensei 3 Nocturne und sein Name lautet Mara, pochender König der Lust. Jeder gesprochene Satz, der in der Szene seines Auftritts gesprochen wird, wimmelt vor Zweideutigkeiten und macht sein Erscheinen zu einem Wahnsinnsspaß. In diesem Video kämpfen wir gegen unsägliche Bosse wie deine eigene Mutter, Affen auf Baggern, Pornomagazine, eine verrottende Leiche oder sogar gegen einen Ladebildschirm. Es wird bizarr. Übrigens findet ihr die meisten Games dieser Liste auch bei Instant Gaming. Den Link packen wir euch in die Videobeschreibung. Da bekommt ihr eure Videos schnell, preiswert und vor allem sicher. Einfach den Code eingeben und das Spiel runterladen. Und schon geht's los mit dem Video. Nachdem Ichiban in Yakuza Like a Dragon bereits Ärger mit einem Bär und einem Tiger hatte, wird ihm vom Zirkusdirektor die Schimpansin Clara vorgestellt. Ein schlaues Tier, das angeblich besonders schnell lernt und sich jeden Handgriff sofort merken kann. Der Zirkusaffe schafft es dann auch innerhalb kürzester Zeit auszubrechen, was erstmal nicht allzu schlimm wäre. Aber Clara steigt in einen Bagger und startet das Fahrzeug. Also hat sie irgendwann wohl mal beobachtet, wie so ein Ding bedient wird. Ichiban versucht nun, den Affen aus dem Bagger rauszukriegen, aber mit der gefährlichen Schaufel vorne dran ist das ein ziemlich schwieriges Unterfangen. Ein Kampf entbrennt. Mensch gegen Baustellenfahrzeug, das von einem Affen bedient wird. Wenn Ichiban den Bagger endlich erfolgreich gestoppt hat, jubelt die Menge. Denn die dachten, der Kampf wäre eine Sondervorstellung vom Zirkus. In Control wird die Bundesbehörde von einer übernatürlichen Macht angegriffen und Jessie nimmt den Kampf gegen die Hiss auf, da sie über telekinetische Kräfte verfügt. Diese Hiss morden fröhlich vor sich hin und verwandeln alle, die nicht sterben, entweder in willenlose Sklaven oder bewegungslose Körper, die schwerelos in der Luft rumhängen. Wir hätten uns in dieser Liste auch für Bosse wie den Anker oder den Schimmelpilz entscheiden können, aber du kämpfst eben auch gegen einen Fernseher. Und der ist auch noch ein richtig starker Gegner. Er zieht Gesteinsbrocken aus dem Boden und schleudert sie ruckartig in unsere Richtung. Deshalb müssen wir ständig Deckung suchen und Geduld beweisen. Wie sich rausstellt, war dieser Fernseher übrigens mal der Chef der Sicherheitsabteilung. Wenn du die Mutter von irgendwas bekämpfen musst, dann hast du meistens die Arschkarte gezogen. In Binding of Isaac ist es aber buchstäblich deine eigene Mutter, die du im Bosskampf schlagen musst, denn die ist durchgedreht und will uns, also ihrem eigenen Sohn, an den Kragen. Wir kriegen sie in diesem Kampf nie vollständig zu sehen. Nur ihre Beine, die in der Arena herumstampfen und versuchen, uns platt zu trampeln. Und manchmal eins ihrer unheimlichen Glubschaugen, die von der Seite versuchen, zu uns reinzuglotzen. Das Größenverhältnis der riesigen Mutter zu unserem kleinen Protagonisten haben sie natürlich extra so gewählt, um nochmal zu verdeutlichen, wie übermächtig die Bossmutter wirklich ist. Und grausamer kann ein Kampf auch nicht sein, denn eigentlich sollten wir uns bei unserer eigenen Mutter ja immer beschützt und gut aufgehoben fühlen. Wild Arms 3 ist eines der seltsamsten RPGs, die es gibt. Denn wo sonst könntest du gegen eine 12-teilige Jahresausgabe eines Pornomagazins kämpfen? Du ziehst eines dieser Schmuddelmagazine aus dem Regal, was den Kampf auslöst. Und dann musst du gegebenenfalls auch direkt gegen alle 12 Heftchen gleichzeitig antreten. Man kann nicht richtig lesen, was draufsteht, aber die Heftchen blättern sich auf und greifen dann an. Um was für eine Attacke es sich genau handelt, daraus werden wir hier gerade nicht ganz schlau. Soll uns der Inhalt heiß machen oder uns die Sinne rauben? Egal, du kämpfst gegen den Stapel Schundheftchen und das ist einfach nur genial. Einen der Plätze für die legendärsten Kämpfe in der Geschichte der Videospiele hat sich Metal Gear Solid 3 ergattert, mit dem Kampf Snake gegen The End. The End ist ein alter Kriegsveteran und Scharfschütze, der durch seine Schlachtenerfahrung zu einem unglaublich starken Gegenspieler geworden ist. Er beherrscht Tarntechniken, die ihn nahezu unsichtbar machen, und in diesem grünen Dickicht ist er fast nicht zu orten. Außerdem kann er angeblich wochenlang in derselben Position verharren, ohne sich zu bewegen. Dieser Kampf kann sich hinziehen. Natürlich steckt Hideo Kojima hinter diesem genial durchdachten Szenario. Und es gibt mehrere Möglichkeiten, den Kampf zu beenden. Wenn du Glück hast und echt gut bist, dann schießt du den alten Knacker ab. Eine andere Möglichkeit ist das Schlucken der Scheintodpille.
Oder du lässt The End an Altersschwäche sterben, wofür du die Systemuhr deiner Konsole 10 Tage vorstellst und den alten Mann dann tot im Gras auffindest. Einer der beeindruckendsten und bestdurchdachtesten Bosskämpfe ever. Dein Gegner in diesem Kampf aus Miss Splosion Man ist einfach mal überhaupt nicht der, für den er sich zunächst ausgibt. Wie aus dem Nichts taucht diese sexy Blondine auf und haut uns eine rein. Die Braut sieht ziemlich gut aus, mit Schleier, Brautstrauß und einem gut gefüllten Dekolleté. Wir lassen uns auf den Kampf ein und die beiden Ladies verpassen sich jetzt gegenseitig ein paar harte Schellen, wie im alten Retro-Klassiker Punch-Out. Doch mitten im Kampf passiert das Unglaubliche. Aus den Möpsen werden Glubschaugen und ein riesiges Monster zieht sich vor uns hoch. Die Braut war also nur Tarnung, um uns in Sicherheit zu wiegen. Es wird nur noch bescheuerter, wenn sich das Vieh den Stoff vom Leib reißt und ein zweites Paar Arme sichtbar wird, mit dem es nach uns grapscht. Der Kampf ist so schon brillant, aber der Hochzeitsmarsch im Hintergrund macht den Auftritt der Braut erst perfekt. Das lächerlichste Beispiel für einen speziellen Boss muss das unmoralische Biest aus Catherine sein. Ein Monster, das aus Armen und Beinen besteht, auf allen Vieren krabbelt und ein Gesicht besitzt in Form eines Hinterns. Die Entwickler haben hier buchstäblich ein Arschgesicht erschaffen, das dir hinterherläuft. Das Fieseste an diesem Gegner ist aber die lange Zunge, die aus seinem Gesicht rausragt. Ein echtes Albtraummonster, bei dem wir nicht genau wissen, ob wir jetzt lachen oder uns fürchten sollen. Kommen wir zum traurigsten Häufchen Elend, was du je bekämpft hast. Dem depressiven Negative Man oder, wie wir in den Kommentaren gelesen haben, SpongeBob, als er gefeuert wurde. Dieser gelbe, rechteckige Typ ist zu niedergeschlagen, um anzugreifen oder um zurückzuschlagen. Er kauert mit verzerrtem Gesichtsausdruck heulend am Boden und murmelt vor sich hin. Sätze wie »Ich bin nichts als ein wertloses Protoplasma« oder »Ich kann niemals gewinnen«. Du kommst dir hier vor wie ein Schulraudi beim Mobbing, denn du trittst und schlägst auf jemanden ein, der sich vor lauter Elend einfach nicht wehrt. Diese Situation in Mother 3 ist einfach irrwitzig. Dann kommen wir doch direkt mal zum widerlichsten Eintrag dieser Liste. Beelzebub aus Castlevania Symphony of the Night. Oder der Herr der Fliegen, wie er noch genannt wird. Es handelt sich bei Beelzebub tatsächlich um einen verrottenden Haufen Fleisch, der an einem Haken hängt. Es ist eine Leiche, die ihre besten Tage bereits hinter sich hat und aufgrund ihrer Verwesung einen Haufen Fliegen angezogen hat. Wir müssen diese Leiche Stück für Stück zerlegen und dabei diesen Insekten ausweichen. Denn weil der Herr der Fliegen tot ist, greift er auch nicht an. Das Werkzeug seiner Wahl sind eben diese Fliegen, die um ihn rumschwirren. Was für eine abgefahrene Idee für ein Boss-Design! Der Herr der Fliegen ist der gruseligste Endboss im Spiel. Den komischsten Boss haben wir uns für das Ende aufgehoben. In Omori bekämpfst du einen verfluchten Ladebildschirm. Er greift Omori und seine Freunde auf dem Schrottplatz an und startet seine Download-Attacke. Das Ding sieht aus wie ein altes Internet Explorer-Download-Fenster, wie wir es aus den 90ern kennen. Bei 99% bleibt er stecken, aber sobald er das Herunterladen abgeschlossen hat, stürzt er ab und verbrennt, wobei er der gesamten Gruppe eine große Menge Schaden zufügt. Wenn er nur genug Schaden verursacht hat, wird das betroffene Teammitglied buchstäblich zu Toast. Wir hoffen, ihr hattet mit dieser verrückten Liste genauso viel Spaß wie wir. Danke fürs Zuschauen, Kommentieren und Liken, wenn es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal!